Daniel, jetzt gebe ich 5 Niederlagen am Stück für den FC Energie Cottbus in diesen Tagen. Denkst du dir, manchmal hätte ich doch bloß einen anderen Beruf gewählt? Nein, überhaupt nicht. Ich denke, ich bin gern Fußballer und mache das schon mein ganzes Leben. Und ich wusste, dass irgendwann vielleicht mal so eine Phase kommt, wo man mehrere Spiele verliert. Aber ich denke, dass man die richtigen Lernen draus ziehen kann und muss. Und dann läuft es auch wieder besser. Ab Donnerstag reist die Mannschaft für 2 Tage in ein Kurztrainingslager mit Bojan Paschnika. So eine Maßnahme trifft man natürlich auch nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Was wird es helfen? Ich hoffe, dass der Wir-Gedanke noch stärker hervorkommt und dass wir dann praktisch am Samstag die Leistung zeigen, die wir zeigen können und in der Lage sind. Und das sind nur 3 Punkte und das ist eine Frage, egal wie. Du sprichst es gerade an, egal wie, Arminia Bielefeld, das ist ein Spiel, das man unbedingt gewinnen muss, um dran zu bleiben am Relegationsplatz und auch an den Nicht-Abstiegsplätzen. Was wird das für ein Spieler, was erwartest du? Es wird ein sehr nervenaufreibendes Spiel. Ich denke, es wird ein Kampfspiel werden, es wird kein Leckerbissen werden und die Temperaturen werden auch wie übliches mitspielen, denke ich. Und ich habe es gerade schon gesagt, wenn die Fans von der ersten bis zur letzten Minute uns unterstützen, dann denke ich, dass wir das Spiel gewinnen können. Ist ein Abkostüm der einzelnen Spieler in der Mannschaft noch okay? Das wird sich Samstag rausstellen. Ich denke, beim Training zeigen wir immer sehr gute Ansätze und das müssen wir am Samstag umsetzen, damit wir das Spiel gewinnen. Und ich bin da bis jetzt guten Mutes, dass wir da gewinnen. Alles Gute, Herr Präsident. Danke.